Jetzt am Wort Eva Ernst Cicic, die Grünen. Herr Vizekanzler, werte Kollegen und Kolleginnen, man kann es nicht oft genug wiederholen, das stimmt. Katar tritt Menschenrechte und die Rechte von Arbeitern und Arbeiterinnen mit Füßen. Und Tausende von ihnen sind dabei gestorben, während sie die Stadien für die Fußball-Weltmeisterschaft aufgebaut haben. Und deshalb geht es uns alle an. Alle, die vor den Fernsehgeräten sitzen werden, müssen sich dessen bewusst sein. Und das ist der Grund, wieso wir hier heute im österreichischen Parlament auch diese Debatte führen. China unterdrückt, auch das wurde schon gesagt, Minderheiten, wie überhaupt alle, die nicht exakt in die Verhaltensvorgaben der autokratischen Führung des Landes sich fügen. Und die Welt darf auch das nicht ignorieren, wenn nächstes Jahr dort ein fröhliches Spektakel des Sports stattfinden wird. Die Debatte über Sport und Politik und Menschenrechte scheint sehr aktuell, ist aber schon sehr alt. Im Kern geht es immer um die Frage, was Sport mit Menschenrechten zu tun hat. Und vielleicht werden Sie sich erinnern oder haben mal darüber gelesen, dass bereits bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in der Zeit der Hitler-Diktatur sich die Sportler und Sportlerinnen und die Funktionäre in den USA darüber gestritten haben, ob sie überhaupt nach Berlin fahren sollen. Am Ende sind sie gefahren. Sie halfen so auf der einen Seite den Nationalsozialisten ihren Ruf in der Welt aufzupolieren, aber auf der anderen Seite war es auch nicht uninteressant zu beobachten, wie das rassistische Naziregime reagierte, als im eigenen Stadion ein nicht weißer US-Leichtathlet 4 Goldmedaillen gewonnen hat, nämlich mehr als jeder andere. Damit ist klar, Sport, Menschenrechte und Politik sind untrennbar miteinander verwoben. Die hohe gesellschaftliche Bedeutung des Sports und auch die Vorbildfunktion des Sports müssen wir auch deshalb nutzen, um Menschenrechte zu thematisieren. Und ja, wenn wir uns heute fragen, dürfen Sportler, Sportlerinnen in Staaten, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, überhaupt um Medaillen kämpfen, dann können wir moralisch und ethisch eigentlich nur antworten, nein. Sie, die Funktionärinnen, die Politikerinnen sollten aus demokratischen Staaten sollten nicht gemeinsam mit Autokraten auf Ehrentribunen sitzen. Sie sollten nicht in internationalen Verbänden in Staaten auftreten, die eben ihre Taschen mit schmutzigem Geld füllen. Aber natürlich geht es auch darum, im Vorhinein das Ganze zu diskutieren, und darauf genau zielt der Antrag ab. Prinzipiell glaube ich aber, und das ist die zweite Seite der Medaille, dass Sport sehr politische, religiöse und kulturelle Grenzen überwinden kann und in der Praxis diese Frage Boykott oder Ja oder Nein gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wie das Beispiel Katar nämlich gezeigt hat, kann internationaler Druck dazu führen, dass sich was ändert. Hier waren es die Mindestlöhne beispielsweise, hier war es ein Austausch der Sportler, Sportlerinnen mit den Gastarbeitern selbst. Und hier wird es auch bei China nicht anders sein, als diesen internationalen Druck aufzubauen und unsererseits auch hochzuhalten. Das heißt, die Diskussion um das Spannungsfeld zwischen Sport, Politik und Menschenrechte hat einen Wert, hat einen Mehrwert. Und kein Mensch würde heute über die Lage der Arbeiter reden, wenn wir nicht hinschauen würden, wenn es nicht eine internationale Komponente dabei gäbe. Und ja, es ist eine kleine Hoffnung, aber ich gehe davon aus, dass auch der Chinesen Stadt im Scheinwerferlicht der internationalen Öffentlichkeit in nächster Zeit nicht mehr so ganz ungeniert auf den Rechten der Menschen herumtrampeln wird können. Das ist nicht viel, aber immerhin. Das Wichtigste an der aktuellen Debatte ist tatsächlich wahrscheinlich die Debatte selbst. Sie trägt nämlich dazu bei, dass wir ein bisschen genauer hinschauen. Und dass wir sichtbar machen, dass Menschenrechte auch im Sport unteilbar sind. Danke.
Wenn man Sportgroßveranstaltungen im Fernsehen mitverfolgt, dann dürfe man die Menschenrechtssituation in Katar oder China nicht ausblenden, fordert Ivan Cicic von den Grünen. Sport, Menschenrechte und Politik seien untrennbar miteinander verknüpft.